die können mich. Ich bin ja jemand, der ja sehr gerne ein bisschen rauslässt. Ganz wenig. Mal zwischendurch links und rechts. Mal so ein bisschen mit der Knarre mal ein bisschen pow, 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 schiessen. Ich habe herausgefunden, dass du selber von dir das auch weißt. Weil ich tue das jetzt einfach unabgesprochen, tue ich das jetzt erzählen. Ich habe heute herausgefunden, weil ich mit einem halben Ohr mitgelöst habe, dass der Mattu sich selber einen Riegel vorgeschoben hat, um die Ausbrüche, die er jetzt ansprechen will, ein bisschen sich selber zusammen damit. Und zwar hat der Mattu bei seinen E-Mails eine Senderverzögerung eingebaut. Von ein paar Sekunden, ich weiß nicht genau wie lange. Es ist eine knappe Minute. Eine knappe Minute, ja. Senderverzögerung. Hä? Das kann man? Ja. Das heisst, wenn der Mattu auf Senden drückt, dann tut das Programm das E-Mail noch eine Minute im Postausgang behalten. Mhm. Bevor es wirklich an die Personen geht, genau, die es verschickt. Weil, ich bin gescheit, wenn kommt dir in Sinn, dass du den Anhang vergessen hast? In dieser Minute? In dem Moment, wo du auf Senden klickst. Mm. Und anstatt dass es nachher dann rausgeht, kann ich dann den Anhang noch im Nachhinein noch mal anhängen. Das ist die Erklärung für die Welt. Das die ist mega gescheit. Weil, weißt du, manchmal hast du dich aufgeregt und würde anhängen. Das ist das Dümmste. Ist mir noch fast nie passiert. Ich glaube, das stimmt doch nicht. Hör ich doch bin sehr, ich bin sehr ein Sorgfältiger. Du hast irgendwie deine Schlüssel 100 Mal verloren innerhalb der letzten 3 Monate. Du ich bin sehr ein sorgfältiger E-Mail-Schreiber. Ich tue das Zeug immer noch etwa 3 Mal durchlesen und schaue, ob alle Anhänge rum sind. Weil ich will mich nicht blamieren. Ich hasse so Leute, die dann irgendwie alle in Verteiler tun. Wenn es um E-Mails geht, dann muss das tipptopp gut sein. Aber am Morgen die Hosen anlegen, kann mal passieren, dass ich kann nicht ist. Alles im Griff haben. Ich habe jetzt halt einfach meine E-Mails im Griff. Also, nur schnell zurück zum Thema. Ich glaube, das ist Bullshit, was du erzählst. Ich glaube, du hast die Senderverzögerung eingebaut, weil es dir amig so etwas von der Nucki rausballert und dann du dann in den E-Mails von Leute beleidigen und Sachen über Leute und Situationen schreibst. Das mache ich doch nicht. Wo es dir so böse Nucki rausjagt, dass du dann nach einer Minute amigs das Gefühl hast, vielleicht ist es doch nicht so gescheit und dann kannst du deinen eigenen Rage zurückholen. Ich tue meinen Rage in die Notizen schreiben und nicht in E-Mail-Programm. Ah, mhm. Oh, das ist auch fucking schlau. Aber, in den E-Mails geht es nur um einen Anhang. Okay, aber vorher hast du gerade etwas gesagt wegen Austeilen und Peng, Peng, Peng. Ja. Aber jetzt bringe ich das schon in Zusammenhang mit den E-Mails und mit dem Eurer Aussage. Das hat nichts mit den E-Mails zu tun. Und ich tue eigentlich viel gegen Phil, ja, dass er ein Bünzli ist, ja, dass er sich da komische Autos kauft, dass er nur irgendwelche komischen Buddies den Platz reserviert mit dem Badtüchli, dass er in komischen Knellen abhängt. Du musst jetzt mal alles zusammenfassen. Du musst das letzte Jahr zusammenfassen. Ja. Und ich habe herausgefunden und gemerkt, in mir schlummert im Fall auch so etwas ganz Kleines. Was? Und ich habe herausgefunden, was es ist. Ja. Ich habe zwar, ich will Sachen sagen, die der Möri, ja, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich habe eine riesige Liebe für Bulliflügeli. Oh. Ja. Und Bulliflügeli ist. Was ist. Das ist im Fall etwas, entweder kann man das oder man kann es nicht. Und wenn man so eine Lust dazu hat, es muss richtig gewürzt sein, es muss richtig knusprig sein, es muss in der Mitte muss juicy sein und dann musst du noch die richtige Soße dazu bekommen, ja, die selber gemacht ist. Es muss auch in einer Knelle irgendwie sein und du kommst meistens einen Pommes frites dazu, über wo so oder so noch mal ein ganz anderes Feld ist, wo man sich aufregen darüber. Ja, und es muss in einem Körbli kommen. Und es muss noch eigentlich in einem Körbli kommen. Mit so einem Papier drin, ja, so einer Art Zeitungspapier, aber es ist nicht richtig Zeitungspapier. Eigentlich so ist es so, früher hat man doch so das Saugpapier gehabt. Ja. Von in der Schule, wenn man mit so mit Tintenschreiber und so gemacht hat. Ja. Löschpapier, danke vielmals. Eigentlich muss es so etwas sein, weil die Papiere sind meistens nachher durchsichtig, weil das eigentlich so fettig ist, weil das alles aufsaugt. Mein Problem ist bei den Bulletflügeln, ist, dass nicht unbedingt würzig, aber dass es zu wenig Fleisch hat. Dass es irgendwie, man nimmt einen Bissen, man hat nur Haut und Knochen. Ja. Und darum also habe ich lieber. Wenn du ein Bulliflügel wärst, dann wäre das genau so eins. Genau. Ja. Also ich würde eins mit ein bisschen Fleisch dran. Ja. Und darum habe ich eben fast lieber als Bulliflügel die Drumsticks, die Chicken Drumsticks. Ja. Das heissen die so. Ja. Ja, einfach so die mit ein bisschen mehr Ding was dran, ich, ein bisschen was mehr ich Fleisch. Da, ich habe gestern den ganzen Tag Lust gehabt auf Bulliflügel. Ja. Und ja, ich habe jetzt auch Lust auf. Ich kann nicht mehr richtig reden. Und ich bin wirklich so durch die Stadt durchgehühnert, weil was passiert ist. Machst du das extra mit dem Wortspiel? Nein, aber was passiert ist, ist so. Ja, stimmt. Mit denen, mit
es gibt keine richtigen Bulliflügel mehr, es gibt nur noch Chicken Wings. Ah, und ja. Chicken Wings ist nicht gleich Bulliflügel, weil die haben noch eine, so paniert dran, ja. sind so ein bisschen crispy, aber sie sind viel fettiger und sie sind scheiße. Ja. Ist das nicht so die gleich? Haben kein, richtige, kein richtiges Bulliflügel-Gewürz dran. Mm. Das stimmt. Und ich will wieder irgendwann Bulliflügel einfach essen können. Und ich bin gestern richtig enttäuscht ins Bett. Wisst ihr, wenn ihr so nicht gut ja. gegessen habt und du hast etwas im Kopf, riesige Erwartungen. Und ich bin dann so mit einem so aufdunsigen Fettbauch, weil es einfach zu fettig war. Ah, du hast einen Chicken Wings gegessen. Ich habe einen Chicken Wings gegessen in der Not. Ich habe panikt. Und dann habe ich so gefunden, schau, ich muss kopflos, kopflos einfach rein. Und habe nicht richtig recherchiert. Weißt du, was dir gefällt hat in dem Moment? Ein Auto. Weil mit dem Auto wärst du irgendwann aufs Land rausgefahren. Wärst du aufs Land rausgefahren und dann hat es irgendwo, ich weiss, irgendwo bei so einer Autobahnausfahrt hat es so ein Hühnerrestaurant, wo es nur Sachen vom Huhn gibt. Da gibt es Bulle in allen Variationen. Ja. Dort hättest du hergehen und dann hättest du können Bulleflügel an Gogo essen. Ja, und ich glaube, wir müssen, also wenn ich das nächste Mal so wieder so einen abartigen Lust habe, Leute dann schon. Bitte ich dir an. ich habe eh nichts zu tun am Sonntag. Ich muss eh das Kind beschäftigen, dann kannst du mit mir mitkommen. Hey, ja. Ich weiss im Fall lustigerweise weiss ich einen Ort, wo ich glaube, es wäre perfekt für euch beide. Weil es hat wirklich Bulleflügel in der Urform. Es ist so ein Landgasthof. Und viel für dich, es hat eine Aussicht. Schön. Ja, es kann ich gerne. Tolle Aussicht. Ich liebe Aussichten. Und das ist so ein Gartenbeiz, wo man vielleicht jetzt sogar schon im September noch mit einem Jäckli und so hinsitzen kann. Oder sogar über Mittag. Es ist auch über Mittag. Also, ich habe heute den ganzen Tag geschwitzt. Das ist einfach nicht irgendwie so Jäckli-Zeit. Du bist schon ein bisschen... Es ist ein bisschen in der Höhe, es luftet vielleicht ein bisschen. Ja, ich, das war 800 Meter. Wisst ihr noch meine Velozeit damals? Oh Gott. Die hat... Zum Glück ist die vorbei. Nein, wirklich. Die kommt wieder irgendwann. Nein. Auf jeden nein. Fall, dort das bin ich einmal an dem... an dem Landgasthof vorbeigefahren und ich glaube, das wäre der perfekte Match für euch. Für euch beide. Es gibt nicht viele Restaurants, so das Gordon Bleu Restaurant und das ist so das Gordon Bleu Restaurant in Bulle. Aber ich habe mich eben gestern, als ich wirklich so die Gelüste hatte, die niedrigen Boomer-Gelüste, habe ich mich schon ein bisschen ertappt gefühlt. Ja. Dass es ja in mir innen irgendwann so ein Fünkchen von dir viel drin hat. Ja. Darum funktioniert das irgendwie auch, oder? Weil man muss so reden. Ich habe auch so ein Fünkchen Badass in mir rein, ganz versteckt. Und das kommt aber nur ganz selten, lasse ich es führen, oder? Und du bist einfach mehr Badass und ein bisschen Boomer. Und manchmal wird sich das verschieben, weißt du, die Vektoren. Ja. Wir sind, ein kompliziertes Puzzle, aber es passt. Aber ein Mosaik. Auf dem ganz gesamten Bild stimmt. Wenn wir auf dem Weltpuzzle drei Teile wären, wären wir Himmel. Weil es ist nur blau, man muss genau schauen, ob die mir zusammenpassen, aber es geht. Aha, es ist ein schwieriges Puzzle. So. Ja. Es ist ein schwieriges Puzzle und wir sind schwierige Teile. Und viele kleine Teile. Wisst ihr eigentlich von so Psychos, dass es so Puzzles gibt, die einfach nur eine Farbe sind? Was? Mal, das habe ich auch mal gesehen. Es gibt wirklich einfach nur so... Du kannst so ein Puzzle bestellen, das nur weiss ist. Wieso macht man das? Und dann hast du so ein Hunderter und du hast wirklich die richtigen Psychos auf dieser Welt machen solche Sachen. Das ist einfach, damit es möglichst schwierig ist, oder? Ja, natürlich, ja. Aber es challenget. Wieso? Aber das macht ja kein Gott doch ums Bild am Schluss. Man muss ja da irgendwie ein schönes Ross anschauen. Geht es denn beim Putzli machen allgemein um irgendetwas? Also ich... Also mal wahrscheinlich Beruhigung, oder? Beruhigung und man hat ja Freude, um das alles ein bisschen genau anzuschauen. Freude? Ich glaube, wenn du so weit bist im Leben, dann ist es Freude. Es ist einfach wirklich so hinterst hinter einem Berg, hinter aber. Ich finde Puzzle bis 10 ab 80. Ja. Also wenn du es dazwischen machst, hast du wirklich keine Kontrolle. Aber Weihnachtsgutzi, Tee und Puzzle ist doch eine wunderbare Kombination. Bis 10 ab 80. Und dann noch fast eine Familie im Fernsehen gut bis ist. Bis 10 ab 80, ja. Red Flag, über wo ein 3D-Puzzle daheim hat. Ja. Das, dann musst du rennen. Ich kann die Weltkugel. Dann musst du wirklich rennen. Was ist das? Eine Weltkugel als Puzzle? Du bist wirklich eine wandernde rote Flagge. Dann ist jedes Teil ist aus Plastik und hat ein bisschen Rundung drin. Nur ganz kurz noch ein Nachtrag zu den Bulleflügeln. Ich habe das gleiche Problem. Ich habe jetzt schon wieder Lust auf Bulleflügel. Ich habe das gleiche... Warte, ich tue auf einen neuen Geschmack... Ah, du hast nicht gerne Süßes. Mhm. Ich habe das gleiche Problem gehabt vor etwa 3-4 Monaten, wo ich am Sonntag Lust hatte auf einen feinen Cup.
auf einen feinen Cup Dänemark oder so einen Cup, so einen Eiskaffee-Cup, einfach so einen feinen Cup. Und ich habe herausgefunden, in der Stadt Zürich es gibt keine Cups mehr. Es gibt keine Cup-Restaurants mehr. Es gibt tausend Gelaterias mit Gelateria di Parma, di Berna, di Papalipuppa. Aber es gibt kein Eiskaffee mit Cup. Und für das musst du auch ins Auto steigen und rausfahren. Und ich habe im Fall, ich bin auch wie du durch die ganze Stadt gehühnert und habe einfach ein Cup-Restaurant gesucht. Und ich bin, am Schluss bin ich fündig geworden. Ich kann es jetzt nicht sagen, sonst wäre es jetzt Werbung für das eine Restaurant. Und es war das Einzige, gewesen, weit und breit. Und es ist dann auch noch, eben, es ist dann nicht so, es ist nicht so gut gewesen. Nein, die so, fehlt. Ja. Also ich muss sagen, der Cup war gut gewesen, aber es ist nicht die Ambiance von einem Cup-Restaurant. Das muss mit einer kleinen Aussicht sein, im besten Fall. Eine kleine Terrasse. Eine kleine Terrasse. Aber ich habe dann schon gewisse Ansprüche. Es gehen mir dann schon nicht alle Glassesorten. Ja. Weißt du, es muss dann schon Qualitätsglasse sein. Und die Bedienung muss dir das Gefühl geben, dass du ein bisschen zu alt bist für das. Also ein bisschen, dass sie dann dich so von oben runterschaut und dann dir das so anstellt. Aber so du, weil du immer den Smarties Cup bestellst. Ja, das ist das Problem. Das ist der Beste. Das ist wirklich bei dir halt wirklich einfach so, wo du allgemein Sachen bestellst. Überall. Der Bingo-Becher. Hey, im Fall, hört auf. Es ist im Fall wirklich das beste Klasse. Wieso machen sie... Ja, gut. Das liegt jetzt nicht am Cup Dänemark. Das liegt wirklich, weil du das Kinderding... Aber glaubt ihr mir, dass... Weil du nachher noch mit dem Bingo-Cup gehst und nachher noch in die Märdi-Ecke mit dem Malbüchli und isst du das Ding. Nein. Das liegt vielleicht an dem. Globi-Buch. Ja. Also check jetzt nicht, eine Vanilleglasse mit Smarties oben drauf schmeckt in einem Pingu-Becher wirklich original besser. Das ist wie das Cola oder das Pepsi aus der Dose. Schmeckt auch besser. Wie viele Pingu-Becher hast du daheim, wo du gesammelt hast? Zwei. Jetzt aber immer noch. Sind die was? Ich bin mir nicht sicher, ob sie bei mir sind. Sie sind entweder in der Raritätenkiste bei Zrinach oder bei mir daheim. Im Esch. Sie sind fix bei dir. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut. Ich brauche sie so selten. Aber ich könnte mal die Wohnung abnehmen und dann könnt ihr mal ein eigenes Dessert dort. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, über unser Sommerprojekt, wo wir entweder noch wissen, ob wir sie gemacht haben oder nicht. Ja, keine Ahnung. Ein neues Herbstprojekt ist für mich Bulliflügeli. Und für mich Gup. Ja, wir gehen in ein Bulliflügeli-Gup-Restaurant. Oh, und Wild. Ich freue mich wieder auf die Wildsaison. Die geht ja bald wieder los. Ruhig. Gut, ein guter Hersteller. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Essensthema schon durch. Über was reden wir heute? Ich habe am Samstag einen Spontankauf gemacht und bin aus Versehen, ich habe etwas gekauft, das ich noch nie in meinem Leben gekauft habe. Mhm. Es ist ein grosser Schritt für mich. Das Problem ist aber, ich habe grundsätzlich nicht damit gerechnet, was für ein Rattenschwanz die Sache hat. Weil ich habe aufgrund von dem Kauf müssen meine ganze Wohnung umstellen. Hast du endlich das erste Mal Kokain genommen? Nein, das ist nächste Woche auf dem Zettel. Nein, ich möchte vom Kauf erzählen und die Leute, die mir das verkauft haben, sind selber ein bisschen überfordert gewesen. Ich auch, weil... Neue Wohnwand? Auch sie haben... Das ist eine neue Wohnwand? Nein, ich habe keine Wohnwand. Auch immer noch nicht jetzt in der 12. Staffel der herzigen Podcast-Geschichte. Auf jeden Fall möchte ich euch mitnehmen auf meinen Kauf von dieser grossen neuen Sache. Und... ja, ich muss auch noch gleich wieder heim, weil ich muss schauen, ob es immer noch lebt. Also ist es Lebewesen? Hast du einen Hamster gekauft? Jetzt, nicht roten. Hör auf, ich habe nicht gesagt, ich könnte... Es ist einfach mal wieder so ein Rätsel, das du da stellst. Eine Kollegin von mir hat einen Typ kennengelernt, der irgendwie 5 Schlangen daheim hat. Was? Red Flag. Ich würde niemals zu irgendjemandem heim, der 5 Schlangen hat. Hast du eine Schlange gekauft? Nein. Terrarium. Ich weiß nicht mal, wie die Glaskasten. Ja, wer ist ein Glaskasten, die hat gar nichts für ein Tier, der drin ist. Ja. Wirklich, nein. 5 Schlangen. Aber rennen. Das ist im Fall auch noch eine Frage. Nur ganz schnell. Entschuldigung, wir sind heute ein bisschen sprunghaft. Ja. Ein bisschen Disclaimer, aber ich liebe es auch gerade. Gibt es Leute, die von sich aus, also die nichts mit dem zu tun haben, mit dem ganzen Schlangen-Reptilien-Scheiß, und dann von sich aus entscheiden, mal, das ist jetzt etwas, was ich möchte anfangen? Oder wird das nur so vererbt, weil die Eltern auch schon crazy sind und dann wird man auch so? Ich glaube, das ist in einem rein. Weil, gell, das Schlangending, das Schlangending, das muss in einem rein sein. Ja. Das andere, so Hamster und so Sachen, das hast du vielleicht so mal, weil Kinder dumm tun. Weil Kind das wollen und nach einer Woche ist es... Das habe ich sowieso entschieden. Mein Kind wird nie so ein Hamster oder so ein irgendein scheiss Tier haben. Ein australischer Springmaus. Weißt du, was genau... jedes Kind, das so eins hat, ist so eine Woche mega spannend. Nachher schiesst es nur noch an und das Tier verrottet in diesem hohen Käfig dahin und es ist die ganze Zeit am Pennen und dann stirbt es, weil
etwas völlig überzüchtet ist und 7 Tumor hat. Also ein hure Haustier in so einem Käfig, es macht keinen Sinn, hört auf mit dem. Ich finde das nicht euren Kind. Mo, das kann dann mega aufpassen und lernen, wie es umgeht mit einem Lebewesen und dann muss es sorgen. Nein, es gibt keine Sorge. Es macht nach einer Woche gar nichts mehr und das Tier ist mir scheißegal. Ich finde, man sieht Menschen an, ob sie Hamsterkinder sind oder normale Kinder. Also, so. Hamster oder normale Kinder? Die meisten Kinder hatten doch einen Hamster mal gehabt. Ja, ich hatte keinen Hamster gehabt. Nein. Ich nicht, nein. Also, ich habe mal über die Sommerferien die Hamster vom Kindsgeben müssen hüten. Da ist auch nie mehr zurückgekommen. Ich habe immer so ein Terrarium haben. Ja. Und bist du ein Schlangenmensch? Und nachher, nein. Und ich habe so das Gefühl, ja, ich wollte einfach auch mal so ein Haustier, weil alle meine Kollegen waren so Hamstermenschen oder Sachen. Eben und doch. Dann habe ich mir einfach in einer Schuhschachtel einen Blindschleicher daheim gehabt. Es ist so arg. Es ist wirklich arg. Ich habe ein Gras ausgerissen und ein Nest gebaut. Ja, dann habe ich ein Nest gebaut. Dann ist meine Mami gesagt, wir haben jetzt einen Blindschleicher. Und dann habe ich die nachher wieder aussetzen, weil das halt nicht gegangen ist. Aber ja, ich habe etwa für 3 Stunden Blindschleicher in einer Schuhschachtel drin. Yeah. Oh nein. Wir hatten dafür Kaulquappen. Ja, auf dem Balkon haben wir so einen Weiher. Also einen Weiher, keine Ahnung, warum wir einen Weiher auf dem Balkon hatten, so einen kleinen. Und dort hat es Kaulquappen drin, wo ich jeden Frühling bin fangen. Oder Herbst, auf jeden Fall dann, wenn Kaulquappen Zeit gibt. Im Frühling bin ich dort fangen. Wenn Bumsen nach frisch, im Frühling oder im Herbst? Ja, wahrscheinlich. Ja, Frühling in dem Fall. Aber sie sind wenn bumsest du? Im Frühling oder im Herbst? Ja, einmal im Jahr, oder? Dann ist Paarungszeit. Nein, auf jeden Fall habe ich. Das ist das Einzige, aber das gilt eben auch nicht als Haustier, Kaulquappe. Nein, es ist auch so ein bisschen inner, so ein bisschen on the side. Ja. Das ist ein Experiment abzustufen. Und zurück zu der Schlange. Ich glaube, die einzige Person, die wirklich eine Schlange haben durfte, ist Britney Spears, an ihrem Auftritt, wo sie mit dieser Schlange dort oben gestanden ist. Die hat doch fix keine Bewilligung gehabt für das. Die hat das einfach gemacht. Und niemand hat sich dann zu fragen, ob sie mir noch den Fötzl übergeben könnte. Ich hatte, glaube ich, mega Angst gehabt. Ich habe ja die Biografie gelesen. Die rausgekommen ist, die hat fast in die Hose geschissen. Mit dieser Schlange. Aber es ist ikonisch. Dann darf sie. Ja. Gut. Wir reden über Lebewesen von David Meury. Und ich würde mal wieder unser kleines Videoformat, Studio 404, ein bisschen zum Thema machen. Wir haben einen Dreh gehabt. Einer von meinen, wirklich, ich würde sagen, Top 5 Drehs. Vielleicht sogar Top 3 Drehs. Von deinem Leben. Top 5 Drehs. Das kann nicht sein. Wir sind da zwei fantastische Drehorte gewesen. Einerseits auf einem Schrottplatz, wo Autos verschrottet werden. Und andererseits in einem Neuwagen Autocenter, also eigentlich dort, wo ich meinen ganzen Sommer verbracht habe, auf der Suche nach meinem Traumauto. Und wir haben eigentlich mein Autokauf vom Sommer ist jetzt ein Video geworden, nur dass wir die Rollen umgekehrt haben, dass ich das Auto verkaufe an jemandem. Und es war sehr lustig, mit diesen Leuten zu verhandeln, wie wir den Dreh können dort umsetzen können. Und ich möchte ein bisschen von diesen Drehort erzählen, wie es dann war mit dem Schrottplatzhändler. Das ist jetzt wirklich wieder so 1:1. Die Leute, die den Podcast hören, können wirklich 1:1 mit über, wie unsere Ideen entstehen. Ja. Wirklich einfach von unserem Leben. Ne? Ja. Und dann wissen wir, haben wirklich eine bessere Idee. Der Phil kauft ein Auto. Hey, komm, wir machen ein Video über Autohändler. Ja, so ist so, es. Genau, so passiert unsere ganze Show. Hey, es hat kein Gegenwehr gegeben. Alle haben gesagt, es ist eine super Idee. Es war auch eine super Idee. Ja. Wir haben es gemacht. Es hat schon Kommentare gegeben unter einem YouTube-Video, die sagen, die haben fix, das ist fix am Philipp sein Skoda, was da treten. Und also traurigerweise ja, habe ich tatsächlich am Till mein eigenes Auto verkauft. Ist ja gleich. Aber es ist wirklich irgendwie so ein Rattenschwanz. Ja. Weil es ist ein Teufelskreis, weil wir bekommen Geld von SRF, dass wir unser Leben können finanzieren können, dort immer wieder Sachen erleben, dass wir nachher wieder können Produkt machen, wo SRF dann wieder zahlt, dass wir unser Leben können leben. Es ist ein bisschen recht viel. Es wird langsam ein bisschen Meta-Ebene-mässig. Aber ja. Auf jeden Fall möchte ich ein bisschen von diesen Orten erzählen. Und ich bin im Moment, es ist sehr ein Konsumjahr 2024, merke ich. Weil ich brauche noch ein Sofa. Wir brauchen ein Sofa. Und ich habe gemerkt, es gibt nur in der Schweiz, in diesen Möbelhäusern, gibt es nur hässliche Sofas. Und ich möchte fragen, warum. Aber wieso gibt es keine schönen Sofas? Aber irgendjemand muss den Grümpel-Scheiss ja kaufen, weil es ist immer Angebot und Nachfrage. Ja, und alles ist immer Prozent. Ja. Es ist alles Prozent und man fragt sich, wer kauft die grusigen Sofas? Es ist wirklich nicht zum Aushalten. Schau mal, Skandinavien, die haben so ein eigenes Design. Die Schweiz hat schon keinen Geschmack. Wenn du in die Möbelhäuser reingehst, musst du sagen, wir sind wirklich Geschmacksverstauchung hoch 10. Echt. Ein kleiner Spoiler-Alert.
in 4 Wochen auf dem YouTube-Kanal von SRF Studio 404 gibt es ein Video über Sofa-Verkäufer. Wo wir uns wieder echauffieren, wieso dass es keine guten Sofas mehr gibt. Hey, aber gute Idee. Ja, natürlich. Einrichtungsfachmenschen. Kassensturztest. Was für Grümpel man kann Herr und Frau Schweizer da andrehen. Ja. Ich habe noch ganz ein kurzes Ding. Ich bin so ein bisschen sehr restaurantlastig, merke ich gerade. Ja, ist doch aber gut, du lässt es dir gut gehen. Ich bin die Woche fast aus einer Beiz geschmissen. Was? Worden. Nein. Es war sehr unangenehm. Und ich tue ja auch viel. Ich bin diese Woche ein bisschen reflektiert. Ja. Ich tue ja viel raus und bin so der Beobachtende und du andere judge, wie sie sich verhalten. Ja. Diese Woche bin ich es. Fix. Scheiße. Ich komme den Pokal über für den unangenehmsten Restaurantbesucher. Mhm. Darf ich schon nachfragen, ist es eine, wo wir eigentlich gerne drin sind? Oder? Dummerweise bei mir so in der Nachbarschaft. Ah, fuck. Ja. Das ist dumm. Ja. Oh. Man sollte nicht dort schiessen, wo man isst. Wortwörtlich. Ja. Und ich habe richtig verkackt. Ui. Ja, das ist ein Debriefing 404 Podcast. Dort, wo wir die Haut nach mitnehmen in unser Leben. Problemvolle Leben. Und was wir daraus machen, wie wir nachher dann ein Format machen mit dem Sendung Studio 404. wie zum Beispiel das Autoverkäufer-Ding, wo wir nachher darüber reden. Wenn dir das gefällt, was wir hier produzieren, dann freuen wir uns über jeden Follow auf unseren sozialen Plattformen. Gehst mal schauen, was immer du hast. Instagram, TikTok, YouTube, abonnieren. Spotify, Tinder. Apple, Tinder auch. Sind wir dort? Tinder? Das sage ich nicht. Nein, ich bin aus bei der Apps. Ich auch nicht. Auch nicht. Ja. Aber irgendjemand vom Team. Wir könnten schon mal ein Studio 404 machen. Mit einem Teamfoto, das man auswählen kann. Oh Gott, nein. Du es auch bewerten. Mit goldigen Felgen kannst du das machen. Am besten 5 goldige Felgen. Mhm, 18 Zoll bitte. Freuen wir uns auch sehr fest. Und dann wäre eigentlich schon alles wie gesagt. Dann würde ich sagen, let's go. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun, 0 Bock. Also Philipp. Ja. Du hast uns ja wirklich mit der Autofahrergeschichte die letzten Monate genervt. Gelinde ausgedrückt. Du hast uns an der Hand genommen. Ja. Sagen wir es so. Du hast uns mitgenommen. Weißt du, David Möri war schon mal so weit mit deinen Velofahrgeschichten und Skitourengeschichten. Und ich merke, wie ich so lange es wird dann halt so ein bisschen monothematisch. Mhm. Ich merke es selber. Aber ich finde jetzt wie so, wir haben jetzt eigentlich alles ein Tribut gezahlt. Wir haben eine Sendung können daraus machen und du hast das wie können jetzt umsetzen. Ich finde jetzt, einmal gehen wir jetzt noch durch. Ich würde sagen, mit dem Video ist eigentlich wieder Abschluss in die Auto-Ära. ist der geschlossen? Hey, die Auto-Ära klingt so wie ein neues Taylor Swift-Album. Era Auto. Ich verspreche euch, ich werde erst wieder von meinem Auto erzählen, wenn ich entweder einen Unfall baue. Und ja nicht! Bitte oder, nicht! Also Parkschaden. Bitte nicht! Ich hoffe es nicht. Oder jemand, der mit dem Auto fährt. Nein, oder wenn ich es dann verkaufe und ein neues kaufe. Nein, fix nicht. Wenn es leuchtet, übermorgen leuchtet irgendein Lämpchen und du bist wieder im Panikmodus. Nach heute einen Monat Pause. Ich merke, wie ich langsam zum Mäuri wird. Mhm. Und niemand will das. Ja, und mit dem Mäuri fährt er nicht die ganze Zeit von seinen Handknochen, wie jetzt was da immer. Weißt du, wo er hat eine Gesichtsoperation gemacht? Ja, und hat er immer. Ich merke, dass ich auch so wird, dass ich nur noch von meinem Auto erzähle und es ist irgendwann auch langweilig. Darum heute zum letzten Mal. Jetzt kannst du noch so ein Bouquet, ist ja ein Feuerwerk, ist wenn man am Schluss kommt noch ein Schlussbouquet. Ja. Und das kannst du jetzt wirklich noch sehr farbig erzählen. Ich spiele euch die Folge wieder vor, wenn der Alte hier den Brief von der MFK überkommt und den sich vorführen muss. Dann sind wir im Fall wieder reingefallen. Das kannst du nicht, dann liegen wir wieder in dem Leim drin. Schau, ich glaube, wahrscheinlich kauft jemand von euch dann ein Auto und dann reden wir dann über das. Niemals. Dass der Moiri kauft fix irgendwann ein Auto. Ich kaufe mir im Fall das erste Boot. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall, es geht auch jetzt in dem kleinen Gesprächsbeitrag, wo ich jetzt hier leiste, bei Radio Musik wähle. SRF 2 Kultur, wir kommen jetzt zu einem Gesprächsbeitrag von Philipp Wiederkehr. Ja, dieses Automobil, nicht wahr? Ne? Also gut, wie soll ich es nennen? Nein, ich würde ja mehr von dem Dreh erzählen. Es geht gar nicht mehr um mein Auto. Es hat zwar dort ein
Teil gespielt von dem Dreh. Nein, du hast ja. das Auto auch noch ins Video reingesneakt. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Nein, weil es ist ja so gewesen. Ist das das, was auf dem Schrottplatz ist und nachher alle noch kaputt gemacht? Das, was der Matteo kaputt gemacht hat. Nein, es ist ja so gewesen, wir haben ja wie zwei Drehorte gebraucht und das eine ist quasi der Verkäufer Neuwagen, den ich gemimt habe. Und wir haben den Occasionsverkäufer, den Matteo gespielt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich jetzt hier zugegeben habe, dass ich einen Bulliflügel-Kink in mir drin habe, habe ich herausgefunden bei diesem Video, dass du einen kleinen Autoverkäufer-Kink in dir hast. Ich habe die Rolle geliebt. Ich habe es so gerne. Ich habe wirklich, ich habe gemerkt, wenn ich wirklich so einen Verkäufer-Job oder einfach so einen, weißt du, so einen handzärmeligen, nicht so ein Fantasie-Zeugs-Job, den wir machen, so wenn ich einen richtigen, dann wäre ich, glaube ich, Autoverkäufer. Es hat mir so Spass gemacht. Logischerweise ich konnte nur den spassigen Teil machen, nämlich den Till über den Tisch ziehen. Das ist ja, du musst natürlich als Autoverkäufer wirklich auch recherchieren, du musst wirklich auch viel Büroarbeit und mühsames Zeugs machen und du bist auf Provision. Ich glaube, es ist wirklich ein anstrengender Job. Und, und du musst das Huren viel auch wissen. Und du musst viel wissen, aber so den spassigen Teil haben wir einfach den Verkauf von so einem Auto. Ey, das ist so geil. Und, und die Spezifikationen und in diesen Autohäusern mit diesen grossen Schlitten, das ist schon geil. Also hat mir mega Spass gemacht. Und was mir aber wundern, wenn man das, weißt du, so mit richtigen Kunden und Kundinnen vor versteckter Kamera und du tust ihnen wirklich einfach nur so Fantasiesachen verkaufen. Und ob du wirklich würdest so überzeugend sein, um irgendwelchen random Leuten ein Auto einfach jeden Scheiß aufdingseln. Wahrscheinlich schon. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe recht viel auch in der Recherche über Verkauf gelernt. Ich finde es ein spannendes Feld. Es ist sehr manipulativ. Aber am Schluss hat der Kunde ja auch Freude an dem, was er kauft. Oder? Ja, er hat aber auch 5'000 Franken weniger. Ja, das ist so. Nein, und auf jeden Fall sind wir in das Neuwagenzentrum und da habe ich schon gedacht, gut, wir machen ja, ich steige in den Kofferraum rein, wir machen irgendwie lustige Sachen in dem Auto und dann habe ich gedacht, hey, es ist mega schlecht, wenn wir dann ein Auto, wenn wir einen Schlüssel von innen nehmen und ein Auto von innen nehmen, was sie auch durchaus sicher uns erlaubt hätten und wir nachher dort innen irgendwie ein Brösmeli oder Flecken machen oder so und dann, ich habe gedacht, es macht sich nicht gut. Du musst auch die Morgengipfel nicht unbedingt im Auto essen. Es macht sich nicht gut, wenn wir an dem Auto Sachen machen und das ist ihr Auto. Du und musst nicht besudeln. Genau, und es ist schon mega nett, dass wir dürfen in dem Neuwagencenter filmen. Ich glaube, was sie gesagt haben, ist, ob es dann keine negative Werbung wäre für sie. Und dann haben sie gesagt, nein, man sieht eh nicht, wo es genau ist und ob es jetzt negative Werbung für Neuwagenverkäufer ist, was wir gemacht haben. Ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen. Hast du dich getraut, ihnen das zu schicken? Also ich muss das Mail noch machen mit dem Link. Du musst gar nicht. Ich glaube, der Verkäufer, der seinen Platz leer geräumt hat, damit wir dort filmen können, ist vielleicht nicht amused, weil wir sein Berufsbild jetzt nicht auf die positivste Art und Weise dargestellt haben. Es ist natürlich zugespitzt und auf Comedy und ein bisschen gemein. Ja. Natürlich sind die Autoverkäufer gute Menschen zum grössten Teil und machen einen super Job. Auf jeden Fall habe ich dann gefunden, wir nehmen halt das eigene. Und dann habe ich halt gedacht, hey, schau mal, ich habe ja ein neues Auto. Ich kann ja dann in dieser Szene einfach mein Auto verkaufen. Und dann haben wir eigentlich uns, also mein Auto habe ich eigentlich auf den Parkplatz dort rausgestellt, also bei diesen neuen Autos. Und wir haben die ganze Szene mit meinem Auto gedreht. Das auf die YouTube-Kommentare-Frage, ob es mein Auto war, ja. Du hast wirklich dein Auto das ist absurd. Als Hauptprotagonist in ein Video reingesneakt. Ja. Ich habe am Ziel du bist so verliebt in dein Auto, dass du wirklich... Das ist großartig. Das kann ich noch in 20 Jahren vielleicht, wenn es den SRF noch gibt, noch anschauen und sagen, schau mal, das ist mein Auto. Hey, und das Gute ist, an dem Auto, gut, es ist ein paar Sachen, stimmen nicht genau, aber ich konnte dich können die Spezifikationen wirklich gerade verkaufen, ich habe die ja gewusst. Also, es ist wie so, du bist ja schon selber mal reingehauen. Es ist ein privat schon reingehauen. Genau. Also ein Verkaufsgespräch, ist, wo mir mein Auto verkauft wurde, ist genau gleich gelaufen. Ich habe gar nicht mehr reingehauen, es ist einfach eine Erinnerung gewesen. Und durch das habe ich wie alles gewusst und ich habe wirklich das Auto mit Inbrunst können verkaufen und das hat grossen Spass gemacht. Ich habe dann zwischendurch... Also ich hätte dir das Auto auch abgekauft. Ich bin ihr. Alle von uns hätten dir das Auto abgekauft. Ja. Das Problem, das einzige Mal, wo ich ein bisschen Angst hatte, ist, was darf man das da sagen? Also der Till... Wir sind unter uns. Also der Till... Das geht hier nie raus. Ja. Das Gefühl, was ist, wir können hier alles sagen. Gut, also der Till, der ja dann das Auto kauft und dann in der Schlussszene das Auto reinsitzt und mit dem wegfährt, hat keinen Führerschein. Das aber heisst, Till ist im Fall auf die Strasse rausgefahren. Nein. Wir haben auf dem privaten Ding. Auf dem Park gelandet. Ah. Also er ist knapp an die Strasse. Es ist wirklich gut. Also es ist wirklich so gewesen. Ich habe gewusst, der Moiri wäre die andere Besetzung gewesen für ein Bünzli, wo ich das Auto könnte verkaufen. Der ist nicht rum gewesen. Und dann ist für mich klar gewesen, es muss der Till spielen. Kleines Problem, der Till hat halt wirklich nur die theoretisch. Ja. Und dann
Und ich habe im Fall wirklich, das ist das Schlimmste für mich, dass ich den Till habe, das Auto reinhocken. Ich habe dann gesagt, in mein Auto und ihn müssen fahren lassen. Nach einer Woche, wo ich das Auto habe, habe ich jemanden in meinem Auto fahren, der nicht einmal fahren kann. Und ich sage das, er ist wirklich rein und es macht so Rums und er fährt weg. Und ich dann und irgendwie voll auf die Bremse gedrückt, dann wieder hinterschein. Weißt du, hinten stehen so wirklich 10 neue Volvos irgendwie. Und ich dachte, wenn es der hinterschein reinfährt, dann haben wir das alle. Es war wirklich so riskant, was wir dort gemacht haben, dass ich mit der Tilly das Auto reingesetzt habe und nicht dürfen führen und hinterher fahren. Und er natürlich mit cool mit seinem Schlägerstängel da im Mund so, hey, nein, kein Problem, kein Problem. Und ich wirklich hatte so Angst gehabt. Ich habe wirklich glaub, Angst gehabt, mein Auto, und es war im Nachhinein absolut fahrlässig, dass ich ihn anfahren kann. Ja. Ich glaube, das war schlimmer für dich, als hättest du einfach dein Kind irgendjemandem gegeben. Ja. Zum Beispiel dein Kind in Matteo. Hättest du auch weniger Angst gehabt? Ich hätte wirklich weniger Angst gehabt, als das Auto. Ein Kind kann man im Fall auch nicht führen und hinterher fahren. Ja, oh, aber es ist, ja, es ist, aber ey, das Auto kann halt dann, gut, es fängt vielleicht an piepsen, wenn es näher an das andere kommt. Ich weiß nicht, es muss immer noch. Es hat, glaube ich, schon so Automat, keine Ahnung, ich weiß noch nicht alle Spezifikationen von mir. Auf jeden Fall, es war riskant gewesen, wir hätten fast irgendwie ein paar Neuwagen kaputt gemacht dort. Lustigerweise haben sich die Leute null interessiert, was wir machen. Wir sind so hergekommen, ich habe gedacht, es kommt jetzt da immer einer schauen. Ja, und, so, nein, da, macht. Und es ist so gewesen, Ich habe es irgendwie ein bisschen komisch gefunden, dass es ihnen so egal ist, was wir dort rein filmen. Ich stelle mir jetzt gerade wirklich so vor, Till bei all diesen Autos, so wie der Butschbann an der Kübi. Genau, so. Weil du einfach nur das so zu Hilfe. Ja. Ui. Ich finde im Fall, wenn man das Video schaut, ich finde, es gibt eine Aufnahme, wo man den Till noch einmal näher sieht, kurz bevor er abfährt. Und ich glaube, er hat im Fall ein bisschen cooler gespielt, als das war, weil in seinen Augen siehst du im Fall schon auch ein bisschen Angst. Gell, wenn man den Till kennt. Ja, wenn man den Till kennt, dann sieht man, er ist nicht so wohl und er muss jetzt ganz fest ich muss so es so, mal, ich cool muss es heute auch nochmal schauen und genau Stopp machen, wenn das genau ist. Also, so, ich habe das Video abgenommen, aber so gut habe ich es dann trotzdem nicht angenug mit all diesen Hinterinformationen. Ich glaube, wenn du noch im Projektfiles noch ein paar so Sachen schaust, die wir nicht gebracht haben, dann siehst du, wie das Auto hin und führst in Fahrt. Und es ist wirklich haarsträubend. Wirklich. Einfach Vollbremse. Immer mega schnell führen und Vollbremse. es ist absolut im Nachhinein. Aber das Gute ist, wir haben es überlebt und wir sind dann weitergefahren zum zweiten Drehort. Das war tatsächlich ein Schrottplatz gewesen, wo wirklich Autos, die man nicht mehr brauchen kann, verschrottet werden und eigentlich die Teile, die man noch verkaufen kann, werden rausgenommen und hauptsächlich ins Ausland exportiert. Du hast ja dann müssen scouten, das habe ich mitbekommen. Ja. Und ich glaube, das ist wieder eine deiner schönsten Aufgaben gewesen, die du eigentlich dir selber hast geben können. Ja, aber ich habe ein Angst. Einen gehabt. Schrottplatz scouten. Das ist ja der Traum von jedem Kassenmacher. Ja, schon, aber das Problem ist, also ich habe mit dem eine Anfrage gemacht, der nächste ist der Schrottplatz von da, der ist da im Buchsus und dann habe ich den Anfrage gemacht. Also wirklich in Google Schrottplatz. Und dann habe ich mit dem Gewinner gesagt, telefonieren wir. Dann haben wir mit dem telefoniert und nachher hat er noch am Telefon so gesagt, look, wir können jetzt das schon besprechen, aber komm doch vorbei. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich, ich habe das gesehen auf Google Maps und so, das ist im Fall gut, wir haben jetzt nicht so viele Ressourcen, dass wir da jeden Tag noch scouten können. Das halt eben noch auf Blickkontakt, ja, dann musst Hand du schütteln. Das ist halt wie so nicht einfach nur so E-Mail und elektronische Gugus. Nein. Und Telefon lenkt nicht. Und dann da wird angetrabt. Und ich bin von nicht rausgekommen und gesagt, schaut sie, sie müssen vorbeikommen. Und dann bin ich dort vorbeigegangen. Und im Fall, das ist so... Ich habe mich immer gefühlt wie in einem anderen Land. Es ist wirklich, es hat überall so alte Radios rumgehabt. Dann ist wieder einer runtergekommen, so, ja, kann ich den Radio kaufen? Geht der in den VW? So, ja. Und dann ist einer mit so Ersatzteilen gekommen und gesagt, was kostet das? Und dann hat er so einen 5-Liber hergelegt und gesagt, nein, ich kann schon für 2 Franken. Und es ist wie auf so einem Bazar gewesen. Ich habe mir gar nicht überlegt, weil ein Schrottplatz ist einfach ein riesiger Ersatzteillager. Es ist ein riesiger, und es kommen die ganze Zeit Leute, die wollen halt billig, mega, ich glaube, du kannst dort mega irgendwie dein Zeug zusammenstellen, weil das Zeug und Sachen, die es auch nicht gibt. Genau, ja. Auch nicht mehr produziert werden. Hey, und es stehen einfach irgendwie etwa 100 Autos dort umeinander, zum Teil wirklich so mit Totalschaden, zum Teil wirklich noch tipptopp. Und es ist einfach, hinten dran ist die Presse, weißt du, wo die Autos so zusammen quetscht. Ja, wie so eine Kartonschachtel. So zusammen verschrottet. Es ist im Fall wie so, es ist wie in einem Film dort. Also, haben sie so einen Magnet? Ja, wo sie so... Ja. Magnet, nein, haben sie nicht! Magnet, wo sie wirklich... Ist das nicht nur in den Filmen, wo sie die Autos...
umagnetisieren und nachher dann ja. ein Würfelding fallen? Ja, also es war jetzt nicht Würfel, gewesen, sondern sie haben es wie so zusammen. Ja, das kommt nachher dann aus, ganz kleines Würfel wieder raus. Ja, es ist im Fall als Spielzeugauto. Ja. Also eigentlich wäre es ein Moiris in Traumort ja, gewesen. Ich glaube, es ist Fall. Also es ist Technik. Magnet gehabt. Es ist Technik pur gewesen. Ja, aber so oldschool alles. Ja. Halt wirklich noch so mit Magnet. Meinst, und mit... wir können noch mal etwas dort drehen. Wir könnten ja den Schrottplatzhändler noch filmen. Also er also, hat hohe Freude, wenn wir noch mal schon. Kommt. Also das Problem ist ein bisschen, wir dürfen ja als SRF dürfen wir ja keine Werbung machen. Also wir dürfen ja nicht sagen, wir haben auf dem Schrottplatz sowieso gefilmt. Und er hat aber mega darauf bestanden, dass wir dann noch müssen zeigen, wo das ist. Und dann habe ich gesagt, ich würde mega gerne. Ich liebe euren Schrottplatz. Wenn ich könnte, würde ich einen Werbefilm darüber machen. Yeah. Also auf SRF. Ich habe gesagt, wir dürfen das nicht. Und das ist mega lang. Und dann, wo wir dort am Filmen waren, ist er dann noch so gekommen und gesagt, ja, aber können wir nicht noch im Hintergrund das anschauen? Und ich so, das Logo nein. Ja, und ich habe wirklich über 10 Mal hin und her, dass wir das wirklich nicht dürfen. Aber dass man dann schon vielleicht das Gefühl bekommt, dass es ein mega cooler Schrottplatz ist und dass vielleicht mal jemand googelt und vielleicht bei euch vorbeikommt im besten Fall. Und dann hat er dann irgendwann gesagt, ja, ey, ist gut. Aber es ist einfach wirklich, ich habe gesagt, schau, wir können auch eine Pauschale zahlen, dass wir bei euch dürfen. Ja, gesagt, ja, nein, voll. Er will einfach, dass wir der Welt zeigen, was das für ein geiler ist. Und er ist wirklich mega stolz auf seinen Schrottplatz. Sein Schrottplatz? Und er hat wirklich auch mega, ist dann, im Gegensatz zum Neuwagencenter, wo es einem scheißegal war, ist er bei jedem Shot, den wir gemacht haben, ist er schauen und noch so, ah, aber wenn er das nicht so in die Seite, weißt du, sieht man. Und ist er der Regisseur gewesen? Er ist wirklich der Regisseur gewesen von dem Film. Und einer hat die ganze Zeit mit dem Handy noch gefilmt, wie wir am Filmen sind. Also sind mega stolz gewesen, dass wir jetzt da den Schrottplatz so in Szene setzen. Ja. Und offenbar ist der Schrottplatz auch schon bei einem bekannten internationalen Influencer in Videos vorkommen. Er hat das Steueramt, ist glaube ich auch schon bei ihm filmen gekommen, für irgendeinen Referenz-Videoclip. Es ist nie gut, wenn man Steueramt kommt. Ja, irgendein Amt ist bei ihm filmen. Okay. Hey, auf jeden Fall ist der Schrottplatz ein Place für Filmaufnahmen. Ja. Und er war sehr stolz gewesen, hat er können, seinen Schrottplatz zeigen und am liebsten. Er ist jetzt wahrscheinlich enttäuscht, dass das nicht im ganzen Video sind schon ja, logisch, vorkommt. Ja. Aber es ist sehr lustig. Ich kann wirklich einfach mal noch zu ihm kommen. Ja. Und es gibt eigentlich auch so Ausflüge, wenn doch so für frustrierte Banker und so, die können doch auf Schrottplätze mit dem Baseballschläger go Altos einschlagen. Ja. Hey, das wäre noch ein gutes Side-Business für sie. Ja. Weil ich glaube, dort hat es wirklich ein paar Schlitten, wo du könntest du noch so viel... Und, gell, die verkaufen Autos. Ich habe schon gedacht, was ich da Geld ausgebe für mich selbst. Die verkaufen Autos für 2-3'000 Stutz. Ein Schrottauto? Ein Schrott, also je nachdem. Also, wo dann, er hat gesagt, das günstigste, was sie verkaufen, glaube mit MFK eingelöst, 3'000 Stutz. Nein! Du kannst dir das Auto für 3'000 Stutz kaufen am Schrottplatz. Das ist so krass. Aber läuft denn das? Also ist das wirklich so? Offenbar. Also der Matteo hat dann gefragt, eben, was ist das Billigste, was man da bekommen kann. Für 3'500 bekommst du ein Auto dort. Ja, das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe das Gefühl gehabt, sie ist dort einfach nur zum Schrotten. Also nein, sie verkaufen. Eben, es ist wie beides. Sie haben wirklich noch so einen kleinen Occasion-Handel, wo sie halt wirklich ein Side-Hustle. Ja, ja. Und die sind dann auch im Internet, die Bilder von den Autos. Und du siehst einfach so ein Auto vorne mit einem Schaden halt einfach im... Also wie das, was der Matteo dann dort verkauft hat. Also es ist nicht, wir haben das nicht erfunden. Das gibt es, das ist wirklich das so. Das ist ja so geil. Ich verkaufe den Autos Samstag mit Schaden. Am Samstag im Fall dort schnell vorbeischauen. Und dann tue ich so, als ob ich ein Autoradio bräuchte und dann kann ich dort ein bisschen rumlaufen. Nein, Möri, du wirst nachher wieder abgezockt, wie von der alten Grosslein, die dir ein Tram anhängt. Meinst du, ich fahre am Schluss mit dem Auto heim? Du kommst nachher dann mit dem Auto heim, wo irgendwie wieder 10'000 Franken ausgegeben hast. Das machst du schön nicht. Also, wirklich. Du bist nein. Du bist im Fall wirklich eins von den Leuten, die gerade reingelauert werden und abgezockt werden. Aber ich muss wirklich sagen, so beim ersten, dort, wo er am Telefon gesagt hat, du musst vorbeischauen. Und ich dann so allein da mit dem SRF-Auto Richtung zu dem Schrottplatz gefahren bin, irgendwo im Gacko draussen, habe ich also gedacht, hey, vielleicht werde ich jetzt nicht einfach entführt oder so. Das ist nachher kein Nieren mehr oder so. Nicht jeder oder sie machen auch. Mörder oder sie pressen mich irgendwie auch zusammen. Ja. Weißt, vielleicht wird ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt um das SRF-Auto, weil das hätte gut können sein, dass er da schnell den Magnet auspackt und schnell da einmal kurz verschrottet. Das ist noch viel wert. Das Logo hat er abgekratzt und hat es nachher für 3'000 Franken weiterverkauft. Ja, völlig klar. Es ist wirklich, man weiss nicht, was alles auf dem Schrottplatz sonst noch so läuft, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wer von deinen zwei Ansprechpartnern ist der bessere originale Geschäftlichmacher gewesen? Der vom Schrottplatz. Also, weil der hat wirklich wählen, seinen Schrottplatz in diesem Video noch promoten. Der vom Neuwagen ist wirklich relativ egal gewesen. Ich glaube, sie haben es einfach... Also, mega geil, dass sie gesagt haben, hey, easy, filmen bei uns. Mega nett. Also, weißt du, sie haben wirklich uns alle Zeit und alle Plätze da zur Verfügung gestellt. Also, ich finde beides eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
mein Problem ist jetzt einfach, ich muss beiden noch ein Video schicken. Ich weiss jetzt noch nicht, ich weiss jetzt noch nicht was, wie happy sie sind mit dem Resultat, ja. Rein PR-technisch für ja. ihre Branche. Doch, ich glaube, im mal. Fall, die haben doch auch Humor. Ja, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Das sind das auch, nicht, auch nicht so gute Stammtischler. Nein, ich habe halt immer so ein bisschen an mein schlechtes Gewissen, wenn wir uns das. Über Sachen lustig machen, wo aber gar nicht böse gemeint ist, aber dass das dann in den falschen Hals kommt, weil es ist ja wie ihr tägliches Brot. Und wenn man dann, ja, wenn man dann so lustige Sachen darüber macht, findet sie es vielleicht gar nicht so lustig. Aber sehr ich schicke Ihnen den Link und das kommt, glaube ich, schon gut. Sehr gut. Wir gehen vom einen Schrottplatz zum nächsten. Hallo, mein Leben. Du ich nicht deine Wohnung. Ah. Aber wir können ja dein Leben gehen. Also es ist wie so... Nein, schon ja, gut. Sind dir das ein paar Schrauben locker? Das Leben vom Schrottplatz von David Möri so? Da ist im Moment wieder relativ gut aufgeräumt. Ich muss gerne wieder mal den Bodenfeucht aufnehmen, weil so Ende Sommer, da geht man halt oft noch mal in den Schlappen rein. Oder da lebt man ja so ein bisschen mehr draussen und so. Und ich musste letztens wieder etwas aufputzen. Und dann habe ich ein Haushaltstüchchen genommen und dann habe ich so zweimal drüber geputzt. Und dann ist ein bisschen braun mitgekommen vom Boden. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich muss wieder mal tiefer reinigen. Die verdammten Hütte. Das ist sehr grusig. Das ist jetzt aber auch irgendeine Info. Ja, du wolltest wissen, wie es aussieht bei mir. Ja, du hast irgendwie eine Geschichte erzählen von deiner Wohnung. Jetzt musst du nicht gerade erzählen von deinen Bremsspuren am Boden. Wohnung aufgeräumt, Boden dreckig. Wer? Ich habe letzte Woche ganz spontan bin ich in meinem Quartier an einem Pflanzengeschäft vorbeigelaufen und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt genug alt für eine richtige Pflanze daheim. Und dann habe ich... Moment. Ja. Haben wir den Pflanzentalk nicht schon gehabt? Jetzt los mal zu. Ich habe... Du hast doch schon irgendwelche Anfänger, Efeu, Gräser, Sachen hast du schon daheim gehabt. Habe ich alles. Die Hälfte gestorben, die Hälfte lebt. Finde ich gut. Dann hat die natürliche Selektion ausgesucht, was darf bleiben und was muss gehen. Und bis jetzt hatte ich einfach so kleine Pflanzen gehabt, so handgroß oder so groß, so wie so ein Arm oder so. Und das kann ich. So die Pflanze, die man so hat, ja, so eine Unterarmgrösse Pflanze mit so ein bisschen Blättern und Zeug im Topf auf dem Fenstersims, das ist aber keine richtige Pflanze. Das ist doch keine... Nein, das sind das so Ameisen. Das sind Pflanze. So Deko-Pflanzen. Ameisen ist auch ein Lebewesen. Ja, Bindli. Und ich habe dann gefunden, nein, ich möchte jetzt das Level upsteppen. Ich möchte jetzt eine richtige Pflanze. Eine Pflanze, die grösser ist als ich. Das ist nicht schwer. Ja, dann hast du einfach einen ganzen Arm genommen, anstatt einfach nur den Unterarm. Nein, so eine richtige Pflanze, die so 1,80 Meter gross ist und so breit, wo du gar nicht kannst, umarmen ganz. Und dann habe ich an dem Pflanzenladen... Deine Wohnung ist so gross wie eine Schuhschachtel. Und da kommen wir schon zum Kern des Problems. Und wieso hast du jetzt das Gefühl gehabt, okay, es ist jetzt mega toll, in meiner Schuhschachtel eine 1,80 grosse Pflanze zu haben? Hey, weil deine Blindschleiche auch ein bisschen Grünzeug unter ihm gebraucht hat, ja, brauche nicht ich als Blindschleiche von meiner Schuhschachtel auch ein bisschen Grünzeug. Und dann habe ich die gekauft. Also ich bin unterwegs gewesen. Hast du dich jetzt gerade mit einer Blindschleiche verglichen? Hey, nein. Oh nein. Also ich tue es nur schnell in den Raum. Es ist eine schöne Metapher, weil das Tier war, das du gehalten hast früher. Und jetzt haltest du wieder rein. Auf jeden Fall habe ich dann... einfach schon viel länger. Es ist dann natürlich... Ich mache David Möri, meine Blindschleiche in meinem Leben. Hallo. Jeder braucht eine. Ich bin zwar blind, aber schleichen tue ich im Fall selten. Ja, du bist schon schnell. Ja, du bist flink. Auf jeden Fall habe ich dann die Pflanze gekauft. Dort gibt es auch noch eine Geschichte. Ich will aber gar nicht auf den Kauf eingehen. Ich kann ja auch Sachen gar nicht normal kaufen. Ich habe nicht richtig gelesen und der Laden hat eigentlich zu gehabt. Also so richtig zu, so die ganze Woche so Inventar zu. Und dann bin ich einfach reingesteppt. Und weil ich so schnell gesagt habe, dass ich die ganz grosse Pflanze im Ecken kaufen möchte, hätte sie mich nicht mehr rausschiessen können. Weil es wäre ihr zu viel Geld durch die Lappen gegangen, wenn sie jetzt ihrer Linie treu geblieben wäre und der Laden auch für mich zugehört hat. Ich bin in einem geschlossenen Laden und habe während der Inventur eine Pflanze gekauft. So wie ich dich ja könnte. Das ist mega cringe gewesen. Eine kleine Zwischenfrage. Weil wenn du ja Sachen kaufst, ja, dann tust du ja zuerst 3 Wochen das Internet anschmeißen und tust ja alles checken. Habe ich alles gar nicht gemacht. Und wieso? Das ist komplett abnormal ich von dir. Ich weiss nicht, du hast was irgendwelche mich geritten Gadgets drin, wo daheim, wo irgendwie das Lämpchen rot leuchtet, wenn der Briefkasten aufgeht.
wieso macht das, wieso? Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwann ein anderes Problem vergraben, das ich jetzt gerade nicht weiss. Und vielleicht hat es das, kennt ihr das nicht, wenn du bei der Massage noch immer oben rein drückst und es macht aber noch immer anders weh? Oder du spürst, so, du drückst oben rein und dann zuckt dein Bein. Kennen das ich nicht? Kann nicht mehr das, wenn der Doktor mit dem Hammer in dein Knie hängt und das Bein ausschlägt. Das ist etwa das. Aha. Ah. Wahrscheinlich das. Das ist das Einzige, was ich von meinem Körper kann, wo wahrscheinlich hat mir irgendwann jemand ins Knie gehämmert und das Ausschlagen war, dass ich jetzt einfach random eine Pflanze gekauft habe. Aber das macht null Sinn. Das mit dem Knie macht auch keinen Sinn. Ja, aber das ist... ja. Ist ja gleich, es geht auch gar nicht um das. Es geht darum, doch, schon dass ein ich bisschen, dann eine Viertelstunde später... Wenn du einfach in einen Laden reinmäurer ist und irgendwie für... Wie teuer war sie? 140 Franken. Mit Topf. Ach, das ist ja nicht so das viel. Das geht ja eigentlich noch. Hinten nachher geschossen. Ich meine, hast du das als Tram gekauft? Ja, ja. Nein, ich habe ja keine Regenwaldpflanze gekauft. Das ist eine hiesige. Ja, das hast du gekauft, eine Eiche. Führen. Weiss nicht, ach, so ein Nadelbaum ja. im Wohnzimmer. Es sieht schon ein bisschen aus wie im Dschungel, aber es ist gemütlich. Das ist keine Hiesige, wenn es aussieht wie im Dschungel. Ich habe das im Tessin auch schon gesehen, die Pflanze. Mhm. Ein Stachel. Eine Palme. Es ist im Fall schon eine Palme, glaube ich. Eine Palme? Du hast eine Palme gekauft? Das ist doch keine hiesige Pflanze. Ja. Mal, im Tessin gibt es viele Palmen. Ja, aber sie sind nicht verdient. Die ist auch eingeklebt worden. Ich weiß ja, es geht gar nicht um das. Ja, hey, du hast eine Palme. Also, bei dir sieht es wahrscheinlich auch wirklich aus wie so eine billige Sangria-Bar. Ja. So am Aargauer Fest geht. Ja. Oder wie heisst das? Das Caliente. Ich habe ja gesagt, mit Boden. Wenn du reinkommst, bekommst du so eine Blumenkette. Ja, so eine Hawaii-Kette. Ja. Nichts mit der Kultur zu tun, aber bekommst du noch eine Hawaii-Kette. Am Moir in seine Wohnung sieht jetzt aus wie die Mojito-Bar am Caliente. Ich habe ja Hans Rudi mit seiner brasilianischen zweiten Frau dort noch seine Tricks ausgibt. Ja. Mein Boden klebt. Es ist vielleicht ein bisschen so. Du hast dir eine Palme gekauft? Ich zeige sie euch noch. Ich muss sie einblenden. Wir haben hier einen Videopodcast. Nein, ich will nicht, dass jetzt auch noch meine Wohnung in meinem... Ich kann ja nur jetzt... Ich habe ja eine Art von dem, kann ich suchen, das was es nachher aussieht. Das nicht, dass man noch sieht, was du alles sonst noch für Krümpel daheim hast. Ich habe eben hinten dran, es ist lustig, weil hinten dran hat es ein Bild, also ein altes Bild, wo schon lange bei uns umgeistert in der Familie und immer der eine neue Wohnung hat, der muss es dann wieder nehmen, damit es sich schön aussieht. Und dahinter ist so ein Bild, wo so eine Bierflasche gezeichnet ist. Also es ist wirklich die Galientenbar bei mir daheim. Ist egal. Ich habe dann einmal die Pflanze, also Hopplosch, dann einfach schnell gekauft. Aber die Pflanze ist 1,80 groß und du bist 1,25. Wie hast du die Pflanze von A nach B gebracht? Jetzt fängt es an. Ich weiss nämlich schon, wieso ich normalerweise überlege, bevor ich Sachen kaufe. Vielleicht überlege ich ein bisschen zu lang, aber so gar nicht überlegen ist auch sehr dumm. Weil dann stand ich, dann hat sie mir den Laden, weil sie wahrscheinlich wollte, dass ich schnell gehe. Ja, logisch. Mir das, hat sie mir die hure Pflanze noch aus dem Laden gedreht, dass ich ja nicht noch auf die Idee komme, dass ich noch mehr kaufen werde. Und dann stand ich dort mit dieser 1,80 Pflanze, wo ein halber Baum ist, stand ich dort und dachte, ah, jetzt muss ich ja heim mit der. Ich bin gar nicht vorbereitet auf das. Und dann musste ich die Pflanze nehmen und ich habe ich weiß auch nicht, es hat einfach massiv dumm ausgesehen und es ist viel zu schwer gewesen und dann musste ich die Pflanze heimtragen. Ich habe zum Glück in der Nähe gewohnt, aber ich habe noch nie in meinem Leben Walk of Shame gehabt, aber so fühlt es sich ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Hättest du ein Auto gebraucht? Ey, vielleicht schon. Ja. Hätte ich dir können anrufen? Ja, nein, ich würde nicht so viel Dreck im Auto, sicher nicht. Nicht. Oh, die Erde dort. Ja, dann und so. Und dann habe ich die Pflanze natürlich dann ins Steigenhaus, bin dann irgendwie heimgekommen, durch die grosse Eingangstür ins Steigenhaus drauf, in die Wohnung rein und dann habe ich gemerkt... Wie hast du das geschafft? Hey, mit viel Willen. Mit viel Willen habe ich das angekommen. Hast du nicht selber verflucht? Hey, das Ding ist so, ich war recht stolz, dass ich das dann geschafft habe, mit so mehr oder weniger irgendwie, dass die überlebt hat, die Pflanze. Es ist nichts abgebrochen. Ich bin stolz, dass du überlebt hast. Das ist wie so. Und dann ist eben, schade, hast du es vorne weggenommen, weil dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich ja wirklich in einer Schuhschachtel wohne und ich eigentlich gar nicht so eine grosse Pflanze habe. Du hast es gar nicht ausgemessen vorher. Ich habe weder etwas ausgemessen, noch habe ich etwas mir überlegt dabei. Ich wollte einfach die Pflanze und ich habe kurz vergessen, wo ich wohne. Einfach während dem Kaufen
habe ich vergessen, wie ich genau wohne. Und dann habe ich gemerkt, so fuck, jetzt habe ich die Pflanze, jetzt habe ich mir selber so eine dumme Aufgabe geschaffen, dass ich jetzt die Pflanze muss haben. Und dann habe ich gemerkt, die Pflanze passt so, wie die Wohnung jetzt ist, passt sie gar nicht an. Ich weiß nicht einmal, wo ich die anstelle. Und dann habe ich gemerkt, dann muss ich die Wohnung umstellen. Und dann habe ich den halben Samstagnachmittag damit verbracht, meine Wohnung rund um die Pflanze neu umzustellen. Mhm. Dann habe ich alle 119 möglichen Konstellationen, das Regal dort und das, alles ausprobiert. Und am Schluss ist es wieder so gewesen wie vorher, nur dass das Velo nebeneinander steht. Du bist genau die Art von Nachbar, wo man das Gefühl hat, was möchte ich den ganzen Tag? Jetzt gehört das mal. Das kann ja gar nicht sein. Es ist, dass du gar nicht mehr rein- und rausziehen. Ja. Immer etwas, aber immer etwas am Räumen. Es ist immer irgendetwas am Machen. Du bist genau der Art von Nachbar, wo man sich nicht wünscht. Ausser seinen Finden. Jetzt wisst ihr einmal, wieso man am Sonntag am Morgen um 9:30 plötzlich muss Möbel rücken. Weil man vorher... Hast du das am Sonntag gemacht? Nein, ich habe es am Samstag gemacht. Wieso man am Samstag am Morgen um 10 Uhr plötzlich muss Möbel rücken? Weil man aus Versehen eine richtige Pflanze gekauft hat. Aber es ist schon... Bist du nicht zufrieden? Jetzt? Es passt nichts zu dem. Das Problem ist... Also die Wohnwand und dann eine Palme. Also ja. Du bräuchtest wirklich mal einen Innenarchitekt. Das Sofa, das einfach in der Mitte steht, auf dem Kinderspielplatz. Du bräuchtest mal einen Interior Designer in der Stube, der mal nach dem Rechten schaut. Ja. Das Problem... Nein, es ist eigentlich grundsätzlich alles gut. Pflanzen das plastifiziert ist dann auf dem Sofa. Ja. Flecken, Vakuum. Ich habe ganz viele Fragen bei dir. Das war nur, als ihr sind erst zu schauen, habe ich nicht wollen, dass ihr Gordon Bleu säulet aufs Sofa. Ach, da steht ein Plastik drauf. Also kleine so wie die alten Frauen, die wirklich einfach... Ja, es gut. Ist einfach ein Molton mit einer Plastikgeschichte. Jetzt beruhigt euch. Es ist noch gemütlich. Ich glaube, ich muss mal wieder vorbeischauen, nach dem Rechten schauen bei dir. Kommst du mal vorbei? Bin ab und zu doch noch da in deiner Knelle. Also, du meinst in den Dschungel? Ja, in Masoala-Halle. Es ist wieder spannend. In Masoala-Halle. Ich lese ihm gerade so, also ich habe jetzt im Sommer ein Buch gelesen von so einer invasiven Pflanze, die nachher so, weißt du, was sich so ausbreitet, ja. Nachher so Giftstoff draus. Ja, ja. Ich stelle mir jetzt das so vor, wie du so heimkommst und plötzlich ist so alles zerfressen von dieser Pflanze. Oder plötzlich kommt ein Giftpfeil. Ja. Die Pflanze, die jetzt probiert umzubringen. Sie rankt sich so auf den Kinderspielplatz runter. Und die Arme, nein, das ist, musst du schon ein bisschen schauen, gell? Ich weiss nicht, was du da gekauft hast. Also ich zeige dir jetzt ein Foto schnell. Dann nimmt es mich Wunder, wie sie du findest. Ja, aber... Schau mal. Aha, ich habe gemeint, sie sind grösser. Die das ist riesig! Das sagen sie immer. Ich habe jetzt eine riesen Pflanze. Jetzt zeigt er, dass das Pflänzchen hat gut. Die hast du locker können tragen da. Das also bitte, das ist ja keine richtige Palme. Alles, es ist mir das ist ein Bonsai, den du mir da gezeigt hast. Es ist mir alles ins Gesicht. Also nein. Das, jetzt hast du es versaut. Ich habe jetzt wirklich so einen riesen Baum im Kopf gehabt und jetzt kommt da das zarte Pflänzchen. Es ist, das wirkt nur zart. Es ist einfach, es sieht leicht aus, aber es ist mega schwer gewesen. Mhm, das sagen sie immer. Mhm. Das ist wirklich... Eigentlich viel grösser. Ja. Nur heute nicht. Oh Gott. Ja, David Meury, nein, danke vielmals für wirklich vergeudete Lebenszeit. Ich werde du hast uns allen wieder mal Lebenszeit geklaut. Das stimmt vielleicht ein bisschen, aber ich habe mir selber auch Lebenszeit geklaut. Und zwar den ganzen Samstag mit Wohnung. Und ich fühle mich jetzt in meiner eigenen Wohnung nicht mehr daheim, weil alles steht anders. Du hast nur das Velo umgestellt. Alles steht anders. Du hast doch jetzt gerade gesagt, du hast alles wieder zurückgeräumt. Ja, das Velo. Aber das Velo steht nicht mehr anders. Für mich ist das alles. Aha, gut. Ja. Vielleicht müsste ich das Velo einfach mal brauchen, dann würde es nicht mehr rumstehen. Das würde mir, glaube ich, auch gut tun. Dann würde ich vielleicht nicht mehr so Zeug machen, sondern einfach Velo fahren und gut ist. Oh, ich bin... ich weiss jetzt nicht, wie ich soll. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Situation. Hast du Achselschweiß? Ein bisschen. Was ist denn im Moment, dein Nummer 1 Gegenstand in deinem Wohnzimmer? Ist es immer noch das Tram oder ist es jetzt neue Pflanzen? Vom Geld her oder vom... Nein, vom Wert, Emotionen. Vom emotionalen Wert. Definitiv Pflanzen. Wobei... Was? Nein, das Tram ist schon auch noch gross. Du siehst, so schnell geht es. Mhm. Da gibt man viel Geld aus für das Tram und plötzlich kommt so eine scheisse Pflanze und dann ist die Nummer 1. Ja, ja. Mhm, so schnell geht es mit denen. Ich habe so ein bisschen Angst im Fall, wenn er jetzt so... Ich habe so das Gefühl, das ist eben so der Möri 3.0. Ja. Und er tut so meinst du, ich bin wieder eine ganze Version weiter? So schnelle Entscheidungen treffen. Er macht jetzt immer so Pro- und Kontra-Listen. Ja, sondern so, ja, jetzt einfach nur noch Bauchgefühl und jetzt eben Schnellschuss. Ja. Das Nächste, was kommt, ist irgendwie... So nicht. Ein Thermomix. Ja.
Ein Thermomix? Ja, oder so. Ja, irgendwie so. Was ist so? Warte, ich weiß nicht. Oder weißt du, so die Massagestühle? Ja. Einfach mal, so ein einfach mal in den Laden, ja. wo es gerade Inventar gemacht hat, haben einfach so einen Massagestuhl geholt. Genau. Jetzt lasse ich mich an mich massieren. Ja. Das hat ja aber schon geil. Ich sehe es. Massagestuhl. Ja, damit bin ich. Noch nie bei jemandem die Hause gesehen, aber sie verkaufen sie immer auf so Messen, die ja. Stühle. Wir auch gehen mit dem David Möhrchen nie an eine Messe. Nein. Das ist wirklich so ganz, ganz. Oder so ein Entsafter. Ja. So, wir müssen ein bisschen vorwärts machen. Wir sind da schon viel zu fest wieder ab. Ja, David Möhrchen hat mir vor dem Podcast gesagt, ja, weißt du, müsste ich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Die letzten paar Episoden haben sich viel zu fest ausgeufert. Ah. Er hat seine Redezeit schon viel zu fest eindingselt. Mhm. Ich möchte mich noch bedanken bei diesen zahlreichen gefühlsvollen Rückmeldungen bezüglich meiner Autobahngeschichte von letzter Woche. Das war mega herzig. Ich fühle mich getragen vom Publikum. Ja, das Publikum hat Mitgefühl gehabt mit meiner Situation vor dieser Mautstelle auf der deutschen Autobahn. Also, ich erzähle schnell von meinem Restaurantbesuch. Das nimmt mich eigentlich sowieso am meisten wunder. Das ist ein guter Rausschmeißer. Ja, also hallo, das ist eigentlich der Skandal. Ich meine, bis jetzt haben wir von einem Pflänzchen und von einem Auto geredet, aber ich meine, du bist aus einem Restaurant rausgeschmissen worden. Was ist passiert? Fast. Also es war wirklich einfach sehr, 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 sehr unangenehm gewesen. Was hast du gemacht? Hey, bist du besoffen gewesen? Nein, sicher nicht. Fick. Was denkst? Nein. Was denkst? Nur Traubensaft. Nein, ich war vielleicht ein bisschen angetrunken gewesen. Ja. Und das Ding ist wirklich so gewesen. Findet ihr auch das Wort angetrunken so sympathisch? Ja. Ja. Das Räuschli. So der Unterschied zwischen so ob man A oder B sagt, ist immer gross, weil angetrunken und betrunken, das sind wie zwei Welten. Ja. Ja. Nein, das Problem ist wirklich so gewesen. Wir sind so in unserer Pizzeria gewesen, ums Eck, wo wir wirklich so, hey. Oh, die Feine. Ja, halt einfach, wenn du irgendwie nichts mehr weißt, was irgendwie offen hat oder irgendwie einfach Lust hast auf eine gute Pizza, dann gehst du dir dort holen, Takeaway, ja. Isst du daheim, schaust irgendwelche Trash-TV noch. Also wirklich so das, wo, also der Klassiker. Ja. Und es ist eigentlich noch recht gehoben, es ist ein guter, solider Italiener. Mhm. Du hättest noch Freude am Tiramisu, was es auf der Karte hätte, oder irgendwie einfach so wie man es hat. Und wir gehen jetzt so ein bisschen ab und zu. Ja. Das Problem ist wirklich einfach so, hey, wir sind so schon ein spät gewesen. Also es ist irgendwie so ein wie das Personal hat eigentlich schon ein Feierabend machen, weil wir sind vorher halt eben wir auch schon vielleicht so die ein oder andere Bar gegangen. Und das Ding ist wie so gewesen, wir sind so ein angriffig gewesen, mit der Person, die ich gegangen bin, und wir haben so angefangen zu streiten. Ja. Und ich hatte es wirklich so gehabt, dass wir uns so richtig in Rage geredet haben, ja. Dass so das Personal gekommen ist und so gefragt hat, ist alles gut bei euch? Was? Haben die kurze Zündschnur angezündet? Und es ist dann wirklich so gewesen, weißt du, so mit auf den Tisch hauen und so, hey, ich stehe jetzt auf und gang. Und es ist dann auch so, es ist wirklich, und das ist mir noch nie passiert, dass ich wirklich einfach so Drama hatte. Aber Zwischenfrage, ist es Drama gewesen, so in dem kollegialen Rahmen, dass man sich halt reinsteigert? Oder ist es wirklich auch Drama gewesen, dass jemand hätte können aufstehen und gehen? Das ist eine sehr gute Frage. In dem Moment, wo wir angetrunken waren, ich glaube, es war nicht eine grosse Sache gewesen. Ich glaube, wir hätten es einfach können. Es ist wirklich nur darum gegangen, es ist Standpunkt vertreten. Ja. Ah, wer den Punkt kann machen? Es ist wirklich nur gegangen, wer den Punkt kann machen. Und es ist wirklich einfach so gewesen, man hat eigentlich so abgemacht gehabt, am Abend vorher. Und es ist so gewesen, ja, wer hat jetzt irgendwie was gemacht? Und irgendwie dort noch mit Kollegen. Und wir haben gesagt, okay, mit am Abend vorher, wir müssen einfach das nachholen. Ja. Und es ist dann nur noch darum gegangen, das auszudiskutieren. Ja. Mhm. Und es ist wirklich so gewesen, dass nachher die andere Person aufgestanden ist. Ja. Gesagt, ich nehme jetzt die Pizza to go. Ja. Und ist dann so sicher und ich bin dann so mehr hey und ist dann wirklich und ich bin dann auch so allein an dem Tisch gehockt und sage, was ist jetzt passiert? Es ist so, als würde man es Hollywood-mässig aufschreiben und so filmen. Ja. Und wenn man es eigentlich so in Filmen sieht, ist eigentlich alles völlig, also dann macht es mega Sinn. Ja. Aber so retrospektiv ist, niemand steht eigentlich so mega, also niemand ist so hässig auf jemanden, dass man irgendwie beim gemeinsamen Pizza-Essen zur Nacht aufsteht und geht. Und ich weiss auch nicht, es hat noch recht viel, also es ist gerade so, eben die Leute links und rechts sind so am Dessert gewesen. Und wir haben die Atmosphäre gestört von dem Kuppener Restaurant. Wir sind im Fall dort rein, wie so die Hyänen und haben Lärme gemacht und dann angeschrien und sind nachher einfach wieder gegangen. Also, ja.
Aber haben sie heute einfach nicht rausgeschossen? Also sie sind von selber, oder haben ihr gemerkt, dass ihr nicht erwünscht sind und haben darum gehoben? Also ich habe dann wie so gemerkt, hey, look, ich gehe jetzt auch. Ja. Ich nehme jetzt meine Pizza auch to go. Ja. Und es ist wie gut, tun wir diesen Menschen dort innen noch ihre ruhige Oben, noch. Wo sie verdient haben von dieser strengen Woche, einfach noch sein. Und ich habe so gefunden, ich weiss nicht, was passiert ist. Und es war sehr unangenehm gewesen. Wir sind die unangenehmen Menschen in einem Restaurant. Ja. Die unangenehmen Menschen. Ja. Aber das ist ja... Das mal schon erlebt, dass irgendwelche Leute einfach so... Ein Restaurant, finde ich, ist der falsche Ort zum Streiten und zum so grundlegende Sachen irgendwie zu klären. Ich bin einmal mit meiner Mutter essen und irgendwie, dann war mein Bruder noch dabei gewesen. Und dann habe ich mich an diesem Abend entschieden, um ihr zu beichten, dass ich mein laufendes Studium abbreche. Barbara Meury Nachspielzeit. Präsentiert von der 60 Grad Wisch. Mehr als 40, weniger als 90. Ui. Und sie ist an die Decke gegangen und hat mir natürlich gesagt, was unverantwortungsvoll und das Leben nicht im Griff und überhaupt irgendwie nur noch da und dort im Mund, weißt du, und so. Und das dann hast du natürlich gerade einen Standpauken bekommen. Hey, und ich habe natürlich dagegen argumentiert und gesagt, bla bla bla. Und, das, hey, und dann habe ich einen Streit gehabt mit meiner Mutter über... Aber es ist halt wirklich einfach nicht, es ist nicht der Ort gewesen, zum so, es ist mega ein einschneidender Entscheid, zum Studium abbrechen. Und es ist einfach so, ey, wir haben uns so gestritten und gemacht und da. Und am Schluss sind wir aus dem Restaurant raus, aber es ist, zum Glück ist es noch so ein Gartenrestaurant gewesen. Es hat wenigstens noch ein bisschen die Akustik aufgeschluckt, dass halt ins Freie rausgegangen ist. Aber es ist, ich weiss, ich habe es währenddessen habe ich es gemerkt und es ist mir auch so unangenehm geworden. Ich habe es, glaube ich, während der Jahre jetzt unterdessen einfach verdrängt, weil es wirklich schon lange her. Aber es ist, und dort habe ich auch so gemerkt, ey, mach das nie mehr. Einfach so, das Gleiche, du machst auch nicht Schluss mit jemandem in einem Restaurant oder in einer Bar. Nein. Gut, das geht dann vielleicht relativ schnell, wenn jemand aufsteht. Und dann, aber weißt, du hast ja dann auch noch einiges zu diskutieren. Es ist ja dann nicht einfach, es ist wie noch nicht der Moment. Also jetzt bei dir ist es, glaube ich, um eine Lappalie gegangen am Schluss. Aber es ist, das Restaurant und Bar ist nicht der Ort für solche Sachen. Mm-mm. Also wenn du in dem Moment das Gefühl hast, dass es jetzt so, weil du redest dann auch um den Kopf, um den Kragen. Ja. Und der Tisch, wo du eigentlich dort hockst, wird dann wie so zu dieser kleinen Insel. Ja. Und du vergissest dann wirklich auch, dass du alles rum, links und rechts. Und ich habe dann auch gemerkt, ich bin dann auch wie so laut geworden. Ja. Also weißt du, so... Und plötzlich, glaube ich, nebenan warst du wirklich einfach so Familie gewesen, die da wirklich noch beim Espresso war. Also es ist so ganz... Also, ja. Und auch so mit auf den Tisch hauen. Und ich weiss einfach nicht, was passiert ist. Ja. Vor allem, wenn dann wirklich jemand am Tisch und sagt, ist alles gut bei euch? Ja, und dort habe ich dann gemerkt, okay. Ja. Also ich habe dann zuerst gemerkt, okay, ich meine sein Essen. Und dann habe ich so gemerkt, ah nein, sie meinen uns. Ja. Ich muss aber im Fall ganz ehrlich sagen, also ich finde... Ich spüre das Gefühl ganz fest. Ich habe noch nie selber so in einem Restaurant gestritten, weil das ist meine allergrößte Angst. Ich habe auch schon so Situationen in mir gedreht und ich hätte gerne gestritten im Restaurant und bin dann so, also, das ist fast, also es ist nicht unangenehmer, aber es ist eine andere Art von unangenehm sein, wenn man dann so mit einer Person, die man gerne möchte, den Kopf abrissen, so dort sitzt und alles in sich reinfrisst, dann kriege ich wie so eine Milchglas. Also, gut, du bist in einem Restaurant, hast du viel essen. Ja, das stimmt. Dann kriege ich so eine Milchglasscheibe vor den Kopf und dann spüre ich das Zeug auch gar nicht mehr richtig. Und das Essen schmeckt nach Karton und so. Das ist auch sehr schlimm. Aber ist egal, was ich auch sagen wollte, ist so, ich finde, wenn man einmal in einem Restaurant streitet, mit auf den Tisch hauen und laut werden, die Leute rundherum sollen sich einfach alle beugen. Es ist einfach das Leben, die haben alle auch schon mal gestritten an einem unangenehmen Ort. Und vielleicht war es am Strand, gewesen, auf einem Strand, um einen Liegestuhl. Ja, aber ist das, ich weiss nicht, wo kann man streiten? Hey, überall und nie. Dann haben sie es im Fall. Die haben es doch auch ein bisschen spannend gefunden. Ja, logisch haben sie es spannend gefunden, aber ja, es also ist stell dir vor, wenn jemand dich neben mir gestritten hat. Ich wäre der Erste, der zugelassen hat. Natürlich. Und dann so. Natürlich. Und es ist unangenehm für einen selber, weil man dann auch vielleicht dann noch an der anderen Person hängt irgendwie und denkt so, boah, ich habe vielleicht etwas gar nicht so gemeint oder umgekehrt. Vor allem, wenn du noch angetrunken bist und dann eh einfach immer in den Fluss drin bist. Genau, und einfach Sachen sagst. Aber ich muss im Fall ehrlich sagen, die sollen alle nicht so sautum tun. Die haben alle wahrscheinlich schon mehr gestritten als ihr. Ja, aber stell dir vor, irgendjemand könnte noch. Oder ich habe eigentlich nicht gehört oder geschaut, wer alles in diesem Restaurant ist.
Das stimmt natürlich. Aber du bist natürlich auch als Gastgeber von dem Restaurant, wahrscheinlich hat sich jetzt ja nicht einmal jemand beschwert nebendran, aber die haben einfach so gemerkt, oh, wir tun eigentlich das Gesamterlebnis in dem Restaurant, wird gefördert durch die zwei Streithähne, ja, das Gefühl haben, sie müssen da ihre Sachen austragen. Mhm. Aber ja, es ist schon, ich sehe auch den Punkt von dir, dass es natürlich, dass nicht alle, die einfach so schweigend und ruhig müssen in einem Restaurant, das ist dann auch mega steif. So ein bisschen Emotionen, mal ein bisschen etwas laut diskutieren, sollte schon auch möglich sein in einem Restaurant. Ja, ich finde dann lieber irgendwie die Leute, die dann Freude haben und laut lachen, finde ich etwas Schöneres als Leute, die einfach dann da stehen. Muss ich ehrlich sagen, die Leute, die es so ein bisschen zu gut haben, die dann einfach alle stören, weil sie... Das findest du dann auch wieder nicht gut? Hey, im Fall, ich finde zwei Menschen, die streiten, finde ich im Fall angenehmer, weil... Wirklich? Ich finde es im Fall respektlos. Ja, weil du dich dann besser fühlst. Weil wenn jemand streitet, denkst du, ich habe nicht so ein Scheissleben, wenn du eine gute Zeit hast. Dann denkst du, die haben es mega lustig und ich hocke da mega an einem langweiligen Bärchen an. Ich finde im Fall, streiten hat amix, also das, ich finde immer so, streiten, das muss jetzt sein. Da geht es wenigstens um etwas. Bist du ein Streiter? Nein, aber... Du bist überhaupt kein Streiter. Nein, ich hasse Streiter. Eben, ja. Ich kann es auch gar nicht gut. Aber ich finde, ich habe ein bisschen gemerkt, Streiten muss im Fall auch amig sein, weil ich glaube, nachher führt es einem wieder ein bisschen näher zusammen. Ja, aber nicht im Restaurant, wenn alle Pizza essen. Nein, es geht darum, wenn man jetzt vergleicht, wenn jetzt also die... Ihr kennt auch die nervige Gruppe, wo alle zusammen einfach laut sind und lachen und sich überhaupt nicht mehr spüren, wo die Insel entsteht. Die sind auch auf ihrer Insel. Und dort kann man dann auch mal sagen, so, hey, nehmt doch einen halben Gang raus, macht doch 80% so, statt 120. Und ich finde, bei mir im Streit finde ich im Fall immer, lasst raus, aber sind wieder nett zueinander noch auch. Also wir sind wieder nett zueinander. Perfekt, dann ist ja gut. Am nächsten Tag haben wir es ausdiskutiert und gesagt, wie dumm das wir sind. Und jetzt haben wir ein Hausverbot in der Pizzeria. Ich bin nachher am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dort auch noch dran vorbeigelaufen. Ja. Und ich habe mich dann schon geschämt. Ja. Ich muss es jetzt wie so, glaube einen Monat auch dort. Wenn du wieder fährst über dein Auto reden, kann ich glaube nachher dort wieder in die Pizza. Ist das so? Okay, ja. Das ist so der Deal. Das ist, du gibst nächstes Mal ein grosses Trinkgeld. Du dich benehmen und dann ist alles wieder gut und vergessen. Ja, ich hoffe es. In so einem Ort... Also ich muss jetzt einfach meine Pizza noch jemand anders holen. Ja, scheiße. Es gibt ja noch ein paar Pizzerien in der Stadt. Ja, im Gegensatz zu Bulleflügeli Places gibt es ganz viele Pizzerien. Ja, also wir machen vielleicht einfach nicht. Jetzt gibt es einen Monat lang noch Bulleflügeli. Ja. Und keine Pizza mehr. Ja, gut, bis zum nächsten Streit. Schön, ja. Ich wollte vielleicht mal mit dem David Möhrer-Streit, habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja, das willst du nicht. Und das Ding ist, wieso der David Möhrer, wenn ich das sage, hast du, glaube ich, gerade Angst. Ich? Ich bin Schiedsrichter. Ich habe schon Angst, aber... Darf ich Schiedsrichter sein? Hey, ich glaube, das wird sehr unangenehm. Gell? Mhm, ich bin ein richtiges Arschloch beim Streiten. Was? So ein gemeiner Streit? Hey, du kannst schon auch mühsam werden, ich glaube, ich gebe dir das Gefühl, dass du mir scheißegal bist, denn... Und dann kannst du mir alles sagen. Ich so, boah. Aber dann sage ich dir aber alles. Wenn du das nicht gerade im Podcast machen. Eben, ja. Ja, gut, wir haben noch in der Zeit. Wir nehmen jetzt noch eineinhalb Liter Bier. Nein. Ja, woher? Weißt du noch? Aha, aber ja, ich komme mit dem Michael ins Auto. Ah, sehr. Wir fahren raus. Also, ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Bis dann. Nächste. Tschüss. Ciao. Ciao. Debriefing.